Ich glaube hier. Bestimmt. Hier ist nichts. Dann doch da, wo die Ketten waren. Oder was? Hier? Oder vielleicht hier? Oder vielleicht dort? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Okay. Ah, aber ist auch gar nicht so schwer. Gar nicht so leicht, da hochzukommen. Okay, vielleicht ist es cleverer von hier. Komm schon, mach irgendwas. Komm schon. Vielleicht hier oben? Nee. Oh man, wo ist denn schon wieder diese zweite Starcoin? What the fuck? Das kann doch nicht... Das kann doch nicht sein. Die muss hier sein. Aber... Aber einfach wo? Hidden Blocks gibt es ja auch nicht. Oh, doch, gibt es. Aber, Moment. Das ist ja... Okay, hier definitiv nicht. Ne, weil so also viel mehr kann ich ja gar nicht mehr machen, als hier zu springen mit R nochmal diesen Jump nach oben zu machen, aber man kommt da nicht hin. Geh nochmal weiter zurück. Irgendwie bis zur ersten Starcoin oder so. Hier unten vielleicht? Nee, aber das wäre halt wieder wie so ein, wenn wir das versuchen, so ein Freitod, ne? Oh Gott, was mache ich? Oh nein. Oh nein, was tue ich? Oh nein. Tja. Hier war die erste Starcoin. Die zweite Starcoin muss. Hier war die erste. Die muss jetzt hier zwischen sein. Hier ist doch gar nicht viel. Es gibt hier nicht mehr viel zwischen zweite und erste Starcoin. Hä? Moment, hier ist nochmal eine Eichel. Ah! Ja, perfekt. Ach, stark. Oh. Hier auch nicht, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Zeit abgelaufen, really. Weiß einer von euch, wo die ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, ich gehe jetzt nochmal rein. Wir versuchen es noch einmal. Ja, dann nehme ich die dritte Starcoin mit und dann gehen wir erstmal ins Ziel und machen erstmal ohne die zweite weiter. Hallo, Herr Filu. Ja. Hallo, Filu. Weißt du, wo die zweite Starcoin ist, Filu? Nein, auch nicht. Ach, ficken. Ah. Oh, ja, ja, ja. Jetzt kriegen wir nur einen Pilz, oder? Ohne... Scheiße, jetzt haben wir im Inventar keine Eichel mehr. Und ohne Eichel können wir auch vergessen, an die dritte Starcoin zu kommen. Ich bin doch so ein Plepp, ey. Ja, ich ver... Oh, Mann. Scheiße, das ist jetzt schlecht, oder? Ich glaube, das ist jetzt schlecht.
Ach, halt's Maul, ich brauch keine Hilfe. Die Box ist auch so merkwürdig. Ich muss jetzt irgendwie zurückkommen. Man kommt nicht mehr zurück. Verdammt. Scheiße. Dann muss ich jetzt das Level einmal so fertig machen. Ach, ist ja ekelhaft, ey. Nützt ja nix. Ich will halt nicht vom, sag mal schnell, ich will nicht vom Checkpoint starten. Kann man irgendwie von Anfang an machen, anstatt vom Checkpoint? Geht irgendwie anscheinend nicht. Verdammt, wie kriegen wir jetzt am besten eine Eichel, Mann? Fuck. Boah, also die Level, jetzt nicht von der allgemeinen Schwierigkeit so, sondern, keine Ahnung, die haben es halt echt in sich. Von den Starcoins her. Junge, die Starcoins sind nicht einfach. Komm, lass uns Glück haben. Eichel. Nach dem Pilz. Ah! Ganz vergessen. Oh, was? Was? Hä? Von hier? Aber da, was kann es denn jetzt da noch geben? Eigentlich gar nichts mehr. Ja, moin. Okay. Au. Oh je, das Level könnte noch Probleme bereiten. Das spüre ich. Oh, oh, oh. Tja. Aber nützt ja nichts, müssen wir nochmal rein. Was ist los, Philo? Fängt schon wieder an zu nerven. Nerve, Philo. Das ist auch jetzt so ein Level. Ich werde, glaube ich, nachschauen müssen. Wut, oh nein. Wo diese Starcoin ist. Aber das bewahren wir uns dann für den nächsten Stream auf, oder? Scheiße, jetzt sind wir klar. Och, meine Güte, halt die Klappe, ey. Oh, wir können uns jetzt schon wieder sterben lassen, eigentlich. Oh, no. Das Level ist Cancer. Ba-ba-da-ba-ba-ba-da-ba-ba-ba. Aber es ist halt auch nur, weil... Das heißt nicht nur deswegen, halt, das Level ist allgemein halt scheiße. Aber es ist halt super Müll, dass ich absolut keine Ahnung habe, wo dieses Starcoin ist. Was denn? Kannst du schon wieder Hunger haben? Nein, was denn? Ja, für Philo. So, jetzt kümmere ich mich erstmal nur um die dritte Starcoin, dass wir die erstmal saven. Hoffentlich. Ja, ich bin mir so sicher, dass das hier ist, aber ich hab's halt versucht. Ich weiß nicht, wie wir da raufkommen sollen. Sehr merkwürdig. Hm.
Okay, so klappt es aber so. Dritte Starcoin, what the fuck? Tja. Komm, jetzt gehen wir erstmal ins... Ah, fuck. Hoffentlich kommen wir auch ins Ziel jetzt. Scheiße, nicht gut. Oh mein Gott. Ah! Nein! Ich dachte, die kommt wieder zurück, die Troller. Ich will jetzt nur ins Ziel, dass wir uns einmal die dritte Starcoin saven und dann machen wir jetzt mal weiter und dann gucken wir... Oh, oh. Nein! Oh mein Gott. Ja, hallo? Hä? Oh nein. Piu! Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass wir das vom Timing her nicht schaffen. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt trotzdem erstmal weiter, die anderen Level. Und wenn wir dann alle Level durch haben, ja, gucke ich mir ein Video oder so an, wo die Starcoin ist. Keine Ahnung, Mann. Und dann sind wir schon in der Rainbow Star Road Overworld Boulevard. Deluxe, hallo AP, moin, was geht? Schön, dich auch mal wieder zu lesen. Na? Komm mal, Jagd im Drehwurmturm. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Oh, nö. Oh, nö, 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 nö. Oh. Das kann ja lustig werden. Ja, kommen die... Oh, wir können die von hier unten töten. Au, oh, ja dann... Achso, das sind aber auch so Knochentrockenviecher. Die nicht wirklich sterben können. Ah, okay, wir können die natürlich jetzt auch theoretisch dann... ne, zu Eisblöcken einfrieren. Wie geht's dir, AP? Hä? Wie kommen wir denn da rein? Hm? Oh, vielleicht ein paar Hidden Blöcke oder so. Jaja, dass sie sterben können. Ja, war klar. Dass sie sterben können, weiß ich. Aber halt nicht so wie normale andere Gegner. Wenn ich ihn zum Beispiel jetzt so nehme hier. Hallo, du sollst ihn nehmen. So. So können die zum Beispiel sterben, ich weiß. Gut geht's dir, das freut mich. Ja, bei mir ist auch soweit alles gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ja, keine Ahnung. Scheiße. Ach ja, genau. Wenn wir den Power aktivieren, gehen die ja sofort alle kaputt. Ich Dämmlacke, habe ich ja gar nicht dran gedacht. Okay, wir uns die Sache ein bisschen vereinfachen können, ne? Egal. Ich hoffe, wir bekommen jetzt gleich nochmal ein Power-Up irgendwo her. Ja. Aber hier gibt es soweit nichts mehr. Ich habe halt diese Türme, wo es nach oben geht, ne? Hat man überall... Oh je, okay. Haben halt immer überall dieses Gefühl, als ob es irgendwo unsichtbare... der geht nicht kaputt. Unsichtbare. Sag mal schnell. Ja, wie hallo? Wände gibt. Hallo, ich will den doch nehmen hier. Funktioniert nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Moment. Nein! So kriegen wir den kaputt. Okay, perfekt. So, jetzt will ich nur einmal kurz nachschauen, ob. Weil da ist schon wieder der Checkpoint. Ob hier noch irgendwo. Ja, genau. Aber eigentlich, hallo? Bedeutet das nicht, dass das zweite Starcoin? Muss man nachfragen, hattest du 3D World durchgespielt? Weil es ja noch ein finales Level war. Ja. Ich denke schon. Kannst ja mal bei Langeweile oder Interesse bei YouTube bei uns gucken. Was mein letzter Part war. Und ob es das letzte Level ist, aber ich... Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir alles haben, ja? Alles hochgeladen? Klar, hochgeladen ist alles.
Yo, wir haben schon wieder... Leute, das ist schlecht. Wir haben schon wieder die... Hä? Oh, wir können ihn von oben gar nicht töten. Ist das so ein kleiner Horn auf dem Kopf, der uns piekt oder was? Yo, übertreib doch nicht. Ach nicht, da kommt jetzt irgendwo ein Pilz raus hier. Oh. Nein, okay. Moment. Geh weg! Piu, ich hab Angst vor dem. Jetzt rechts oder links? Kannst du da mal nachschauen und wenn? Aber ich meine ja. Also eigentlich. Ich muss eigentlich nochmal runter, oder? Komme ich da irgendwie rüber? Aber eigentlich. Nee, man würde auch von da hochkommen, okay. Eigentlich sollte es das alles gewesen sein, ja. Hoffe ich zumindest. Oh, oh. Ah, zu spät gesprungen. Habe ich gespielt? Okay. Dann habe ich alles. Warst du da nicht dabei? Ich sage jetzt schon ein bisschen was her, ne? Warst du da nicht live dabei? Ah. Aber für sowas lade ich es ja eben auch hoch, dass wenn man Interesse hat und Bock hat, wenn man will, sich das nochmal auf YouTube dann anschauen kann. Oh, nee, oder? Doch, weil, wisst ihr, wie wir Mopsi machen? Bei Mopsi machen wir das so, ne? Bei Mopsi schummeln wir ein bisschen. Ja, stimmt, du warst in dem vorletzten dabei, ne? Aber nicht in dem letzten, ne? Stimmt, irgendwas war da, das stimmt. Mit den Sternen ist das einfach so easy, aber ich habe keinen Bock jetzt noch mehr mich zu triggern durch dieses scheiß Mopsi-Level. No, gib uns wenigstens einen kleinen blauen Pilz oder so. An die kommt man ja auch nicht ran. Aber wie gesagt, genau für sowas machen wir das ja. Falls da jemand Bock drauf hat und jemand mal Interesse hat und sowas sehen will, laden wir das ja hier auf Twitch in Highlights, in Parts hoch und auch auf YouTube, ne? Oh, wir haben Mopsi in jedem Level erwischt. Nice. Ich weiß gar nicht, warum ich hier überhaupt Mopsi jetzt schon gemacht habe. Wir hätten ja von Anfang an hier reingehen können. Jo, Final ziehe ich mir dann noch rein. Nice, mach das noch. Jo, wie du siehst, haben wir ja schon wieder ein neues Mario angefangen. Ich kann es auch einfach nicht lassen, ne? Mit den Mario-Spielen. Oh, hab ich auch schon wieder geflucht in dem Spiel hier, ey. Alter Schwede, Mann. Jo, die gehen dadurch nicht kaputt. Okay. Ja gut. Ist okay. Kann man mal so machen. Ich dachte jetzt, wir hätten sie, aber dann nehme ich doch lieber wieder die Blume hier mit. Gib's einfach zu, Mario Games sind geil. Ja, natürlich sind Mario Games geil, aber ich kann sie halt nicht. Die triggern mich halt immer, wie ich reg mich halt voll oft richtig krass auf bei Mario Spielen, weil ich halt einfach schlecht in den Spielen bin und das mich dann irgendwann einfach nur noch ankotzt, aber ich spiele sie trotzdem immer wieder. Nein, ich wollte einfach die Blume behalten eigentlich. Halt doch dein Maul, du scheiß Drecksgame. Ah! Klar, und es wird auch nicht das letzte Mario gewesen sein, was ich gespielt habe. Aber ich brauche halt auch immer nach Mario dann immer so ein bisschen Pause davon. Ich kann nicht Mario komplett... Erst ein Mario, dann noch ein Mario, dann noch ein Mario. Genauso wie mit Zelda. Mit Zelda ist es übrigens genauso. Aber wenn wir das Spiel hier... Wenn wir das hier durchhaben, ist Tears of the Kingdom geplant. Nein! Ey, komm her, du Fettsack. Hallo, ich will dich töten. Komm her. Ja, komm zu mir. Der Scheiß nicht. Das ist nicht gut. Jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch. Ich raste mal. Was passiert denn jetzt? Oh mein Gott. Geh weg! Jawohl! 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 Also 3D World auch. Was? Also. 3D World durchzuspielen ist schon Skill. Naja.
Naja, ist also, keine Ahnung, ist es noch Skill, im tausendsten Versuch ein Level geschafft zu haben? Also hat das dann noch was mit Skill zu tun oder ist es eher alles eher, ist es eher dem zu verdanken, dass man das Level auswendig kennt und genau weiß, wann man wo, wann, wie springen muss? So, weiß ich nicht. Man schafft halt jedes Level irgendwann. Es kommt halt immer nur darauf an, wie schnell man ein Level macht, ne? Philo, hör auf! Junge! Also weiß ich, das hat halt, glaube ich, denke ich, nicht mehr viel mit Skill zu tun, wenn man 500 Jahre für ein Level braucht. Weil irgendwann schafft man jedes Level, egal welches. Ah, das war die zweite, okay. Ja, das war die zweite. Hat mich jetzt auch gewundert, weil normalerweise bekommst du die zweite Starcoin immer. Oh, ich muss hier lang. Die zweite Starcoin immer vor dem Checkpoint, ne? Schade. Ich habe zu spät gecheckt, dass. Sag mal schnell. Ich habe zu spät gecheckt, dass man das mit dem Rad machen muss. Aber ich hoffe, wir über. Oh. Ja, ist jetzt die. Oh, ist jetzt die dritte Starcoin. Fuck. Jetzt die dritte Starcoin irgendwo jetzt noch hier oder? Philo, denk gar nicht erst dran. Hau ab da. Ah, fuck. Aber ich wollte jetzt noch mal testen. Fuck, nicht gut. Ja, habe ich auch gedacht. Nee, da wäre ich mir nämlich auch nicht so sicher, als ob es da oben nochmal die Starcoin gibt. Ah, denke ich mir nämlich auch. Aber irgendwie hat das auch nicht ganz funktioniert. Die Bros Games sind schon tricky. Ja, manche Starcoins sind tricky, ne? Hör auf. Katze nervt. Boah, Philo! Junge! Gleich stehe ich auf. Dann kriegt er einen auf den Arsch, ey, ich schwör. Vollidiot. Der steht. Er will mich nur abfacken. Der steht hier rechts am Schrank, geht hoch auf die Hinterbeine und zieht die Schublade auf. Einfach nur, weil er mich abfacken will. Der weiß, dass in der Schublade nichts für ihn drin ist, aber der will mich einfach nur ärgern. Ist ein R. Aber ja, der hat immer Hunger. Der ist schon so ein Fettsack und will trotzdem. Nein, Filu. Ist schon so ein Fettsack und will trotzdem nur fressen. Komm mal her. Komm mal her. Ja, komm. Hopp. Sag dir mal, was du für ein Fettsack bist. Kommst du jetzt oder kommst du nicht? Ja. Hopp. Da. Seht ihr das dicke Bauch? Hier. Das schwabbelt schon, das schwabbelt schon so rum hier, das dicke Bäuchlein, ne? Das dicke Bäuchlein, das kann keinen Hunger haben. Aber ich weiß, dass der mir halt so auf den Sack gehen wird und nicht aufhören wird damit, bis der ein bisschen was zu essen gekriegt hat. Und dann hört er wieder ein paar Stunden auf damit. Ich habe manchmal keine andere Wahl, als dem Essen zu geben, weil sonst kriegst du keine Ruhe mit dem. Sieht doch nur gut aus. Nee, wenn du den im Real Life siehst, der hat schon eine ordentliche Pocke. Nee, wenn du den im Real Life sehen würdest, der ist schon nicht schon dick. Der könnte schon ein paar Kilos, so ein, 2 Kilo könnte er schon weniger haben. Tja. Okay, wollen wir schauen, ob die Starcoin oben ist. Nützt ja nichts, ne, wenn wir sie hier nicht finden.
Oh. Oh. Nein, was ist denn? Oho. Oho. Was sieht man denn? Ah, guck mal, AP. Wir sollten mal manchmal dem Spiel ein bisschen mehr vertrauen. Ich weiß gar nicht, warum wir so wenig Vertrauen in dieses Spiel haben. Das Spiel ist super, das Spiel macht Spaß. Ja, klar, 100%, sicher. Solche Spiele sind einfach 100% Games. Auf jeden Fall. Diesen kann man nicht vertrauen. Ich weiß. Ich weiß, vor allem Nintendo bei Mario-Spielen kann man nicht vertrauen. Ich weiß. Aber zum Glück war da oben jetzt nochmal die Starcoin. Ach du Scheiße. Ja. Boah, easy. Nächsten, komm schon. Bam. Was muss ich tun? Hä? Was muss ich tun? Ist der runter? Was? Hallo? Hä? Oh, okay, I see. Ja, du bist auch ein Vollidiot, sorry, aber... Das war doch klar, was passiert. Junge, bist du so ein Vollplepp oder was? Junge! Also, wie doof kann man bitte sein? True, alles voll Idioten, ist so. Die Level sind manchmal echt nicht ohne, vor allem die Starcoins, ne? Aber diese Bosse, diese Schergen von Bowser und so, yo. Kennst du dich anscheinend mit dem Spiel aus? Weißt du zufällig, wo hier die zweite Starcoin ist in diesem Level? Ich hab grad schon überall gesucht, ich hab die nicht gefunden. Das ist die hier mit... Keine Ahnung. Da ist eigentlich... Aber schau mal gleich. Da ist nicht so viel Platz zwischen erster und dritter Coin. Aber trotzdem finde ich die nicht. Oh, was tue ich? Oh mein Gott. Ja, zeige ich. Oh, ich gebe dem aber mal eben ganz kurz was zu essen. Ah, warte, wo ist passiert? Hä? Stand da nicht gerade, wir haben Mobs in jeder Welt gefunden? Warum kommt der jetzt schon wieder, der Vollidiot? Oh Mann. So, ich gebe den jetzt mal eben ganz kurz was zu essen. Immer gleich wieder da, gebt ihm mal ganz kurz.